Na Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zur letzten Folge Mario Strikers Charged Football. Der Striker-Pokal ist durchgespielt. Auch hier, die Challenges sind durchgespielt. Ich schalte mal hier sowas ein. Und heute gucken wir uns noch in kleinen 5-Tore-Spielen im Dominanzmodus das Zeug an. Umgebungscheats. Wir haben keine Stadienereignisse. Elektrozaun ausschalten, Elektrozaun stärken, Spielfeld neigen und Ball immer voll chargen. Ich mache immer mal das Oberste. Jedes Item explodiert. Nur Frostpanzer, nur Panzer. Jedes Item ist groß, nur Pilze und Sterne, Pilze und Bananen, Bob und roter Panzer, Kettenhund, nur Bomben, nur Spezialfähigkeit, ständig neue Items. Ja, keine Items. Och, ob wir alles schaffen, weiß ich gar nicht. Harte Schüsse, sichere Megaschüsse, die kann nur der Torwart aufhalten. Kameraden machen nur Trickschüsse und gar keine Trick- oder Megaschüsse. Ich überlege gerade, harte Schüsse mit immer voll aufgeladenem Ball. Muss doch irgendwie ein bisschen crazy sein. Wir spielen mal Mutant. Und Gegner. So, mach mal's. Auf mein Team mache ich das, was ich immer nehme. So, Zufall. Wir können uns die Arenen aussuchen. Eins haben wir, ein Stadion haben wir halt nicht freigeschaltet. Ich glaube, hier haben wir nie gespielt, kann das sein? Dazu hätten wir halt Mauer und Goldstiefel in Striker-Pokal bekommen müssen. Aber naja, das ist auch das Einzige, was ich euch nicht zeigen kann in diesem Spiel. So, wir spielen hier jetzt einfach. Also. Ich probiere mal hier mit den Schüssen. Alle Items sind... Nee, ich habe gar keine Ahnung mehr, was ich für Cheats aktiviert habe. Und ich glaube, ich sollte die Tore runterschalten. Andererseits, ich habe Toad. Also ich weiß, dass ich aktiv habe hier, Schüsse sind stärker. Aber irgendwie merke ich nichts davon. Ja, schön. Der ist auf Schwierigkeitsstufe 3 von 5. Schade. Ich habe gerade eben gar keine Ahnung mehr, was ich für Cheats drin habe. Ich weiß, ist sehr toll. Toad. Ich stelle gleich auf 2 oder 3 Tore runter. Weil wir wollen hier ja auch nicht ewig brauchen. Hui. Ich denke ehrlich gesagt auch, nach dem nächsten Tor breche ich das Spiel manuell ab. Was vermutlich jetzt heißt. Genau. Ja, ich breche das Spiel manuell ab. Wir haben die Cheats gesehen. Ich stelle eben auf 2 Tore ab sofort. Wir wollen hier halt wirklich nur kurz uns das Ganze angucken. An sich, der Modus ist auch nichts Besonderes, also. Wir spielen auf... Man kann gar keine 2 Tore einstellen. Dann nehmen wir 3 und schwache Gegner. Also keine Stadienereignisse, alle Items explodieren, hatten wir gerade. Das mit dem Explodieren ist mir gar nicht aufgefallen. Der Elektrozaun ist aus. Ja, hier würde ich mal sagen, machen wir nur interessante Dinge an. Auf Deutsch nicht was, wo nur bestimmte Items kommen. Kann ich Zufall wählen? Ich drücke einfach random rum. Ich mache auch Teams mal, zack, zack. Oh, ich habe Monty und Hammerbruder auf den Positionen, auf denen ich sie sonst habe. Stadion, welches hatten wir nicht so viel, nein.
Klassenzimmer. Das ist fürs Tutorial, die Arena, da waren wir überhaupt nicht. Deswegen, es gibt noch so einen Tutorial-Modus mit lauter Stunden, die hätte ich vielleicht auch machen können. Ich habe die teilweise sogar gar nicht mal so leicht in Erinnerung, aber ihr seht, wie das aussieht hier. Ihr seht's. Nur der Torwart kann Megaschüsse stoppen. Ich glaube ehrlich gesagt, das war's. Das wiederholen wir für die Items mal. Also, alle Items sind groß. Ich will gerade keine Tore schießen, ich will Items. Oder ich gebe dem Gegner Items. Ja, und halt nebenbei vielleicht aufpassen, dass das Spiel nicht durch seinen Megaschuss endet. Dass man die nicht skippen kann, nervt ein bisschen. Wir haben gerade halt nur Items, die sowieso groß sind. Oh, warte. Wir bekommen nur Items, die so... Ich dachte jetzt irgendwie zum Beispiel, wir können auch 3 Bananen bekommen und die Bananen sind dann alle XXL. Ja, schön wär's. Das heißt, die Item-Cheats sind eigentlich alle ziemlich lame. Dann werden wir... Die Folge hier wird nicht lang. Wir machen hier nur kurz ein bisschen Scheiß. Ich werde mal ein gescheites Spiel mit meinem Lieblings-Ruleset spielen. Also die Item-Dinger... Gibt es genau eins, was ich gut finde. Unbegrenzt wäre noch. Da hat man halt dauerhaft Items, glaube ich. Das machen wir noch mal. Ja. Wir machen noch mal das Gedöns. Nein, nicht noch mal. Wir könnten auch den Gastkapitän wählen übrigens. Waren wir schon mal in der Röhrenarena? Ich weiß nicht. Ja, und ich würde sagen, nebenbei lasse ich mal ein bisschen Fazit zum Spiel ab. Also was ich direkt mal sagen will, ich finde das Spiel ist so eine versteckte Perle für die Wii. Ich finde es echt cool und vor allem, ihr seht, wir haben Items. Oh. Ich sehe jetzt, was mit Teamkameraden machen immer Trickschüsse gemeint ist. Das ist wörtlicher, als ich dachte. Das hier ist, glaube ich, das Chaotischste, was ich je gemacht habe. Wir haben verloren. Oh mein Gott! Warte, was? Achso, es sind ja 3 Tore. Oh, cool. Unsere Items sind komplett geblockt, weil Walu... Doch, da ist er. Warum konnte ich das gar nicht nutzen? Das ist so dumm! Um...
Das ist geil, muss ich sagen, dass die wirklich jeder scheiß Schuss vom Teamkollegen ist ein Trickshot. Ich mein for real jetzt. Aber da muss ich jetzt auch sagen, hatte ich ein scheiß Team für. Aber das finde ich geil. Das finde ich mal eine geile Einstellung. Die mag ich. Das werden wir, glaube ich, gleich auch nochmal machen. Ja, das Spiel ist nicht so lang, bietet nicht so viel, aber es bietet Anspruch. Etwas, was auf jeden Fall nicht selbstverständlich für Nintendo ist. Gucken wir uns halt zum Beispiel zwei der besten Beispiele an, die auf derselben Konsole jedes Tor neigt das Spielfeld. Keine Trick- oder Megaschüsse. Ja, vergleichen wir das mal mit den beiden Konsolenkollegen, den Mario Galaxy Teilen. Also da, die haben von der Schwierigkeit her gar nichts mitzureden, was das angeht. Was haben wir hier für ein Sturmschiff, haben wir nur einmal. Das Spiel ist anspruchsvoll, macht echt Bock. Es ist auch wirklich so ein Ding. Es ist schwer und ich habe vielleicht frustriert gewirkt, vor allem letzte Folge. Aber es motiviert einen schon auch, immer weiter zu machen. Ich weiß gerade gar nicht, was wir haben für Einstellungen. Mein Kurzzeitgedächtnis ist theoretisch schlecht. Ach stimmt, es gibt ja gar keine Trickschüsse. Ich wollte gerade den Hammerbro-Trickschuss raushauen. Genauso wie es keine Megaschüsse gibt. Und Tore neigen das Spielfeld, genauso wie hier, dass es keine Items gibt. Oh, da ist es natürlich... Moment. Hat ich nicht Random Team? Nee, kann nicht sein. Dann hätte ich nicht mein Standard Team. Danke. Und jetzt wird das Spielfeld geneigt durch das Tor, wobei ich mich frage, ist das auf der Stage nicht normal? Wenn ja, habe ich ein bisschen blöde Stage gewählt. Der ist nicht mal voll gecharged. Das Spiel hat einige coole Sachen. Eine nette Auswahl an Charakteren, verschiedene Fähigkeiten. Es gibt eigentlich keinen wirklich unnutzbaren Charakter. Und das Spiel macht auf jeden Fall Spaß. Frust kommt nicht wirklich auf, man ist immer motiviert weiterzumachen. Es nimmt nicht zu viel Zeit in Anspruch. Das Einzige, was halt wirklich nervig ist, was aber auch noch mal ein bisschen zum Anspruch dazu gibt und dazu, dass man eben wirklich sich reinhängt, dass man wirklich die Turniere nach einer Niederlage vollkommen neu machen muss. Das kann halt wirklich sehr, sehr frustrieren. Das war auch die eine Sache im Let's Play, die mich frustriert hat, als wir das machen mussten. So, nebenbei, wir haben gewonnen. Deswegen, viel kann man nicht zu sagen zu dem Spiel. Mir gefällt es auf jeden Fall. Vielleicht zeige ich gleich nochmal Credits. Mir gefällt es sehr gut. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr es irgendwie billig bekommt, holt es euch. Macht auf jeden Fall Spaß. Und ich gebe dem Spiel Punkte. Man muss jetzt natürlich auch mal sagen, es ist jetzt natürlich kein Riesenspiel oder sowas. Deswegen kann ich hier nicht auf 90 oder so gehen. Aber stabile 79 Punkte. Was auf jeden Fall für so ein Spiel. Ah, hier haben wir alles. Ich mache höhere Durchschlagskraft an. Wir haben alle durch. Ja. Dann machen wir Ball immer voll aufgeladen. Keine Items und harte Schüsse. Ich glaube, zwar harte Schüsse ist nicht das, was ich eigentlich habe. Ich glaube, das ist es. Dann spiele ich jetzt mal mein ganz klassisches Team, das ich früher immer genommen habe gegen hier Bowser. Das ist das klassische Team, mit dem ich meine ersten Playthroughs in dem Game immer gemacht habe.
Yoshi mit dieser Aufstellung. Du kriegst Zufall. So, der Ball ist jetzt immer voll aufgeladen. Und wir machen jetzt noch einen schönen Final Kampf. Ich glaube, hier waren wir nicht so oft. Wir machen jetzt noch ein schönes letztes Duell. Hätte ich vielleicht auch mit Waluigi machen können, aber wirklich mal ein bisschen hier rückblendemäßig. Und danach gucken wir nochmal, ob wir Credits finden. Ich bilde mir ein, es gibt welche. Ich weiß halt nicht, ob mein Team für den Modus das allerbeste ist. Hammerbro und Monty ja, aber Toad halt nicht. Yoshi ist Durchschnitt. Yoshi ist halt ein Standard-Character. Das ist das Einzige, das ich finde. Die Kapitäne, die Werteverteilung. Es gibt irgendwie 3 oder 4 verschiedene Verteilungen der Werte. Und das war's. Wow. Irgendwie welche, die jeden Wert gleich haben. Die jeden Wert gleich haben. Welche, die Defense und Schusskraft hoch haben. Und die anderen 2 Dinger niedrig. Und welche, die die anderen 2 Dinger hoch haben und dafür Schusskraft und Defense niedrig. Das ist sowohl bei Teamkollegen als auch bei Kapitänen die einzigen Dinge, die es gibt. Ja, normalerweise spiele ich auf Stufe 4 Gegner mit mehr Toren. Deswegen. Das ist halt wirklich das einzig Schlechte. Man hätte die Werteverteilung noch ein bisschen anders machen können. Vielleicht auch welche, die nicht so große Unterschiede haben. Einer ist halt nicht komplett ganz ausgeglichen, sondern hat 1 mehr auf Schuss und 1 weniger auf Defense oder sowas. Das wäre halt noch schön gewesen. So, Credits. Ja, am ehesten hier, oder? Exakt. Von Next Level Games. Was ist das für eine Animation? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was die sonst programmiert haben. Diese Roboter gab es im ersten Mario Strikers Teil. Der hat Bock. Die wurden in diesem Spiel zu Putzkräften degradiert. Viele wissen vielleicht das nicht, aber dieses Spiel hat auch einen Vorgänger auf dem GameCube, der deutlich noch näher am normalen Fußball war. Da konnte man den Ball nicht aufladen, es gab keine so komischen Steuerkreuzmanöver, keine Trickschüsse, keine Megaschüsse. Es war eigentlich sehr normales Fußball. Bloß Items gab es, glaube ich, damals schon. Es gibt im Vergleich zu damals ein paar neue Teams, so Bowser Jr., Diddy Kong, Mutant sind auf jeden Fall neu. Ich glaube noch 1 oder 2 andere. Und es gab halt noch das Geheimteam damals, was eben einfach nur aus diesen Robotern bestand. Eine Sache auch, die Schwierigkeit im Spiel mag ich, aber man hätte die vielleicht auch ein bisschen anders erzeugen können als hauptsächlich dadurch, dass man hinten im Tor eine Pflaume stehen hat. Während der gegnerische Torwart doch ziemlich gut ist. Wi-Fi Connection Technical Support. 2 Leute, das merkt man auch heute noch. Ja, das wäre halt ganz schön. Der Torwart war halt wirklich ein bisschen bescheuert. Dann so die Mission mit Diddy Kong jetzt zum Beispiel war halt ein bisschen unfair teilweise. Weil man musste halt hoffen. Irgendwie entweder hat der bei 6 vollgechargten alle gehalten oder bei 3 ungechargten keinen einzigen gehalten. Es war halt wirklich Glücksspiel. So, und an dieser Stelle endet mein Let's Play zu Mario Strikers Charged Football nach diesen doch sehr kurzen Credits. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Wir sehen uns dann hoffentlich bei irgendeinem anderen Projekt wieder. Grafikeinstellungen gibt's. Alter, man kann eine statische Kamera einstellen. Das will ich jetzt nochmal testen. Ja, das ist halt. Aber ich will jetzt nochmal testen, was die Grafikoptionen machen. Eine statische Kamera Stufe 5.
die Einstellungen sind noch alle drin. Hier kommt, dann kriegt Waluigi auch noch ein Final Match. Wir machen noch ein Rematch zum großen Finale. Mit genau meinem Team. Ich weiß jetzt nicht, ob Toad eigentlich oben oder eigentlich unten steht. Ist aber auch relativ... Wie, der hat mein Team? Leck mich. Ich weiß jetzt nicht mehr, was der im Finale für ein Team hatte. Sonst hätte ich das genommen. Dann beenden wir das Projekt nochmal mit dem großen Rematch. Auf dem Sturmschiffstadion gegen Mutant Tyrannia. Wenn euch das Projekt gefallen hat, lasst gerne ein Like auf dem Video da, ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr weitere Projekte nicht verpassen wollt. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder. Bis bald und ciao. Die Verabschiedung habe ich jetzt schon mal abgehakt, aber dieses letzte Spiel machen wir noch. Wer weiß, vielleicht wenn ich irgendwann lebensmüde bin, kommt irgendwann ein Striker-Pokal Extreme Mode LP. Oh Gott! Ich glaube, die... Ich kann mir vorstellen, dass diese 5, also die Zahl, den Zoom beinhaltet hat. Weil das ist doch sehr rangezoomt. Diese Kamera! Hilfe! Mutant Tyrannia cheatet, um sich den Titel zurückzuholen. Absolutes Handicap für Waluigi. Und dann behaupten die, ich würde hier schummeln. Das fand ich auch interessant, dass eben... Je weiter im Turnier wir gekommen sind, desto beliebter wurden wir bei der Presse. Am Anfang hat uns jeder beleidigt. Boah, ist das dein Ernst? Am Anfang wurden wir in den Boden beleidigt. So unter Motto, geh dich doch oben bringen, du kannst nicht so. Toad funktioniert auf jeder Kameraeinstellung. Warum lade ich den Ball auf? Und je weiter wir gekommen sind, desto eher sind diese scheiß Erfolgsfans angekommen. Oh, scheiße, ich habe irgendwie die Mittellinie falsch gesehen. Da sind dann immer mehr diese Erfolgsfans angekommen. So, oh Gott, das ist ein Gegentor. Oder auch nicht. Oh mein Gott. Einmal im Leben macht der was Gutes. Sehr schön. Da hat der Buhu vom Gegner mich vielleicht gerettet. Weil der Ball, ihr habt es gesehen, der ist gegen den Hammerbruder geprallt. Der Torwart ist aber schon hingesprungen und war deswegen nicht ready für den da. Komm, ich will das letzte Tor in diesem Projekt mit dem machen, der es am meisten verdient hat. Der uns die ganze Zeit gecarried hat. Toad kriegt die Ehre des letzten Tores dieses Projekts. Bis bald und ciao.